erleben zu dürfen, wie er sein Team führt. Sehr viel Herz, sehr viel Fokus, aber es geht ihm auch um die Freude. Er hat eine unheimliche Freude daran, zu erleben, wie andere neben ihm wachsen. Er hat Freude daran, ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, er hat auch sehr viel Freude in diesem Jahr daran gehabt, uns alle zu motivieren. Es gab einen legendären Management Circle, wo er sagte, ob er jetzt mal ganz kurz zu den Kollegen sprechen könnte. Ich bin sicher. Er ging nach vorne, nahm das Flipchart und schrieb die Zahl 200.000 drauf. Wir waren bei knapp 114.000. Und er sagte, er glaubt fest daran, dass dieses Unternehmen, dieses Team fürs Leben das Ziel erreichen kann. Und Sie haben es vorhin so ein bisschen mitbekommen. Er hat nicht locker gelassen, seine Kollegen zu motivieren, immer wieder zu fragen, und wie schaut es aus? Unser gemeinsames Ziel, was in dem Moment sehr weit weg war. Und es kam der Moment, wo wir diese magische Zahl 204.000 durchbrochen haben. Und ich habe, glaube ich, etwas beobachten können, was einzigartig ist. Er hatte in dem Moment so viel Freude. Ich glaube sogar, dass er mehr Freude gehabt hat in diesem Moment, als bei seinem eigenen Erfolg. Das ist die Situation, die man sich einfach wünscht, wenn jemand so mitfiebert und so positiv ist. Und meine Damen und Herren, Bilder sagen, zeigen mehr oder sagen mehr als 1000 Worte. Boxing.
dir zeigen. Den schauen wir uns mal ganz kurz an. Liebe Frage, herzlichen Glückwunsch zu dieser Fotositz. Ich habe mich riesig über die Nachricht von Herrn Müller gefreut, dass Sie Ihren Raum verwirklicht haben und im Zweifelheim der 2018 Stufe 6 geschrieben und damit die höchste Karriere-Stufe der Erdbeer erreicht haben. Mit Sicherheit haben Sie mit dem Lob und Toleranz wesentlich zu diesem Ziel beigetragen. Ich hoffe Ihnen und Ihnen, der Botschaft eine kleine Freude zu bereiten und wünsche Ihnen und Ihrem Team viel Spaß und einen unvergesslichen Abend. Genießen Sie den Moment und tragen Sie auch weiterhin zum Erfolg unserer Arbeit in Österreich ein. Für Ihre Leitung wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen die Kraft und das Glück, das durchgehen. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg für Sie und Ihre Mannschaft. Ich wünsche Ihnen aus Frankfurt Ihr Peter Höfer. Peter Höfelmann, dieses Gespräch in Salzburg werde ich nie vergessen, wie ich ihn vom Flughafen abgeholt habe und 2 Stunden mit ihm gefrühstückt habe. Und was da begonnen hat mit den Menschen in Düsseldorf, danke Herr Möller für die Einladung, das war schon wunderschön. Dankbarkeit aber vor allem für die Menschen alle hierinnen, nicht nur mein Team. Denn das größte Geschenk wurde mir voriges Jahr gemacht. Und ich glaube nicht, dass ihr erratet, was es ist. Das habe ich so noch nie formuliert, aber ich bin in der Reise des vorigen Jahres immer mehr draufgekommen, dass es das ist. Team fürs Leben war das schönste Geschenk für mich. In einem Team fürs Leben mitwirken zu können und jeden Menschen, mit dem ich in ein Gespräch gehe und den ich in meinem Team oder in unserem Team fürs Leben haben möchte, dem begegne ich auch so. Und es ist vielmehr ein Gefühl, mit jemandem zu reden und zu schauen, passt der ins Team fürs Leben. Das ist für mich, wie du Alex gesagt hast, meine Ausrichtung von der Qualität her. Was spüre ich in dem Menschen? Ist das ein Mensch, der im Zentrum rein ist, der sehr viel Potenzial hat, oder das haben wir alle? Und dieses Team fürs Leben ist für mich wirklich nicht ein Satz, nicht 3 Wörter. Das ist Herz, das ist Herzensangelegenheit. Das ist das, was ich verspüre. Und ich habe eine ganz wichtige Botschaft gelernt in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass das der Schlüssel für uns alle werden kann, noch ganz andere Dimensionen zu erreichen. Ich habe das Gefühl, wir sind auf einem Startplateau, wo wir so richtig die Menschheit verändern können. Wo wir Lebensläufe von Menschen verändern können, wo wir die Potenziale von Menschen hervorheben können. Und darum möchte ich auch jetzt meinen Blickwinkel verändern, denn ich habe gelernt, nicht von oben herab die Struktur zu malen. Danke, lieber Johann. Diese Botschaft trage ich im Herzen, bei jedem Gespräch. Nicht von oben herab, sondern die Struktur von unten nach oben zu sehen. Ich bin nicht in der 6 in der höchsten Position, ich bin endlich bei meiner Basis angekommen. Die Basis, Menschen zu helfen und zu dienen, Menschen dorthin zu führen und zu begleiten,
dort, wo die Potenziale in den Menschen stecken. Und du spürst, und allein wenn ich in die Runde schaue, wie viele Menschen ich hier sehe, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, wo ich sage, wow, was ist da alles passiert? Und wir haben hier mit dem Team fürs Leben einfach eine Möglichkeit, statt mit Druck oder als Chef oder als Boss oder als irgendwer zu arbeiten, mit was zu arbeiten? Mit Sog. Mit einer Sogwirkung, die dich zieht, die dich mitnimmt. Und nicht, wo dir sagt, du bringst dieses, du machst jenes, sondern komm mit, ich helfe dir. Ich mache das sowieso, ich gehe hinter dir und ich begleite dich. Und ich führe und leite dich zum Erfolg. Das ist für mich eine ganz neue Qualität, das mein Leben bereichert, wo mein Zentrum alles einfach nur mehr 100% stimmig macht. Stimmig in dem Sinn, wo ich sage, es macht irre Spaß, das beobachten zu können, das erleben zu können. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin 18 Jahre in Begleitung von einem Menschen. Und wenn er sagt, er hat mich begleiten dürfen, dann hat er mich mehr als begleitet. Und er ist wirklich das Herz, die Seele, der Atem, alles, Inspiration dieses Unternehmens. Und er führt das vor und darum hat diese Company, dieses Team fürs Leben, mit so tollen Menschen, Management Circle bis durch, egal welche Position, es hat nichts mit der Position zu tun, hat es so einen eigenen Geist, einen Spirit. Und ich weiß, und ich kann mich erinnern, Toni, sensationell, wie er gebrannt hat in Fusch. Das war für mich, das war ein Startschuss. Ich konnte das ganze Wochenende, war ich aufgewühlt und habe gesagt, ja, endlich haben wir wieder Mut, wirklich richtig nach vorne zu gehen. Und da wurde mir was klar. Teamziele sind die schönsten Ziele. Und Herr Walter, Sie haben vollkommen recht. Die 200.000 Einheiten haben mich zehnmal mehr motiviert wie meine Stufe 6. Ich bin ein Mensch, der einfach mit einem Team seine Potenziale erst hervorbringen kann. Und ich spüre das, dass das auch den anderen Menschen so ist. Das ist für mich das Schöne, dass wir hier, alle die hier sind, können in kürzester Zeit Erfolge feiern, wenn sie reinschauen in sich selber und sagen, was fühlt sich für mich wirklich richtig an? Wie ist mein Weg? Und wenn dieser mein Weg 100% stimmig da ist, dann passieren die Dinge, dass der Familienbonus auf einmal aufschlägt. Und sagt, hey wow, da bringt mir jetzt einige Tausend ein. Der war nicht da. Den haben wir nicht am Radar gehabt. Das heißt, wenn die 100% Herzensentscheidung getroffen ist, vom Zentrum heraus, dann ist das Wie völlig egal. Und den meisten Menschen scheitern am Wie. An der Nichtvorstellbarkeit, an der Nichtwissen, wie es geht. Am liebsten würde ich vor allem das Wie raushämmern und einfach nur zu schauen, warum? Warum ist das mein Weg? Und zum Abschluss möchte ich jetzt eines vorlesen, das ich in den letzten Jahren, damit ich auch diesen Zugang zu mir gefunden habe, dass ich auch den Mut hatte, das zu leben. Ich hatte früher schon immer mich beschäftigt mit Erfolg, mit tollen Menschen, weltweit, wie auch immer, Vorträgen, Büchern, Kassetten, alles Mögliche. Aber es war mir immer ein bisschen zu abstrakt, weil du hast einen Aufschlag, aber wie geht's weiter? Und ich habe eines schon früher gemacht, aber zu wenig und immer wieder verloren. Aber ich habe mit Dankbarkeit begonnen. Ich beginne jeden Tag mit Dankbarkeit. Und ich beende jeden Tag mit Dankbarkeit. Und
ich mache nicht schriftlich, weil schriftlich kann ich es nicht. Alex hat mir das immer gesagt, mach Erfolgsbuch schreiben und so. Nach 2, 3, 4 Wochen verliere ich das. Das kann ich nicht für mich. Ist nicht mein Weg. Aber im Kopf Dankbarkeit durchzugehen. Jeden Tag am Abend oder Morgen bringt dich in eine andere Schwingung. Und diese Schwingung braucht es, um andere Menschen anzuziehen. Und diese Schwingung macht es, wo auf einmal Dinge geschehen, wo du in der Rückwärtsbetrachtung gar nicht sagen kannst, wie du, das könntest du nicht planen. Das ist unmöglich planbar. Darum ist das Wie nicht entscheidend. Das zweite war, ein Selbstbild zu kreieren, an seinem Selbstbild zu arbeiten. Wer arbeitet mit einem Selbstbild? Wirklich immer. Wer weiß, was ein Selbstbild ist? Selbstbild bedeutet, wie sehe ich mich selber, beziehungsweise wer möchte ich wirklich sein? Wirklich, wirklich, wirklich sein. Nicht für die Außenwelt, sondern für sich selber. Wer willst du wirklich sein? Und wir haben heute ein wunderbares Gedicht gehört zum 30er von Christian. Das hat dieselbe Dame geschrieben, die mir eines der größten Geschenke ever gemacht hat. Sie hat mir ein Selbstbild verdichtet. Sie hat mich interviewt und ich habe das Selbstbild, natürlich war es mein Selbstbild, aber sie hat das auf Zeilen gebracht. Und das hat mich so inspiriert, wie ich das gelesen habe. Das ist mein zweiter Tipp für euch. Steht mit Dankbarkeit auf und macht eine Selbstbildübung. Bringt euch in eine positive Schwingung. Dann verläuft der Tag ganz anders. Und dann ist das, und es geht doch, die leichteste Übung. Und jetzt möchte ich dieses Selbstbild vortragen. Vielleicht versucht ihr euch einfach hineinzuspüren, ob sich das gut anfühlt. Weniger die Worte zu hören, sondern mehr, was sie spüren. Ich bin ein liebender Mensch, der Freiheit lebt, der durch seine Veränderungsbereitschaft Unglaubliches erlebt, der tagtäglich schöpferische Gedanken und Emotionen hegt, Team Spirit verkörpert und zusammen Großartiges bewegt, ehrlich ist und sagt, was er meint, Vertrauen schafft und besondere Charaktere miteinander vereint. Ich bin ein Mensch, der sehr viel gibt, der seine Wahrheit lebt und tut, was er liebt, der das grenzenlose Potenzial in den Menschen sieht, inspirierende Persönlichkeiten in sein Leben zieht, ein Ermutiger ist und die Menschen erbaut und auf ehrliche Win-Win-Beziehungen baut. Ich bin ein Geschenk für diese Welt, stehe für Bildung in Sachen Geld, schaffe Bewusstsein für das Leben und die Zeit, bin Vorbild, Wegbegleiter in die Freiheit, weil es mich erfüllt und glücklich macht und mein Herz darin aufgeht und heller flacht. Ich helfe Menschen, ihr wahres Ich zu finden, authentisch zu leben und sich selbst zu empfinden, zu wachsen und einschränkende Paradigmen über Bord zu werfen. Den Blick für das, was sie wirklich wollen, zu schärfen. Frei zu werden in emotionalen, mentalen und finanziellen Belangen, um dadurch wahrhaftige Freiheit zu erlangen. Ich bin bei meiner Mission angekommen, habe die höchste Karrierestufe 2018 erklommen, habe 3 meiner Teampartner 2019 an die Spitze geführt. Jetzt machen wir kurz einen Break. Dieses Gedicht habe ich im Juni 2018 bekommen. Das war mein Selbstbild. Ich habe es so formuliert. Habe die höchste Karrierestufe 2018 erklommen. Ich hatte es noch nicht in dem Rechner drin. Aber hier und hier war sie klar. Mit jeder Faser des Körpers,
war es klar, die Stufe 6 habe ich erreicht. Und der nächste Satz, habe drei meiner Teampartner 2019 an die Spitze geführt. Das mit drei bin ich mir nicht sicher, ob es nicht fünf oder sechs werden. Aber drei werden sicher. Ich weiß noch nicht wer. Das ist da, das ist ein Gefühl. Die nun selber Geschenke für diese Welt sind, das mich sehr berührt. Und die wiederum Menschen zeigen, wie sie Freiheit, in die Freiheit gelangen, jenen mit echten Willen und brennenden Verlangen. Ich bin dankbar für alles, was ich bekomme und habe. Für die Menschen, Tiere, Natur und meine Gabe. Für meine Herzensverbindungen zu den Pferden, die mir innere Ruhe und Kraft schenken, als auch Erden. Für die Liebe und das Glück, um diese miteinander zu teilen, es zu vermehren und mit meinen Herzensmenschen zu verweilen. Für mein kostbares Leben in dieser facettenreichen Welt. Und dass ich im Schöpfermodus alles erschaffen kann, was mir gefällt. Dankeschön.